Hi, grüße euch, Sascha wieder hier von Exclusive Trading mit heute einem weiteren spannenden Video und zwar mit dem Thema Plane deinen Trade und trade deinen Plan, warum Aktionismus schlecht für dich ist. Den Spruch habt ihr bestimmt schon gehört, trade your plan und plan your trade oder plan your trade und trade your plan. Den Spruch kennt ihr bestimmt aus dem Englischen, ganz, ganz bekannter Spruch und der ist wichtiger denn je. Man könnte sagen, okay, ist einfach nur ein Spruch, aber nein, der ist sehr, sehr tiefgründig. Sprich, plane deinen Trade und trade deinen Plan. Ganz, ganz wichtig. Denk mal ganz kurz drüber nach. Und ja, und warum Aktionismus scheiße ist, um das mal ganz erlaubt zu sagen, also warum Aktionismus einfach schlecht für dich ist, da möchte ich heute drauf kommen. Und zwar ein ganz, ganz wichtiges. Bevor man anfängt zu traden, sei ob ihr jetzt Anfänger, Profis oder Fortgeschrittene seid oder in welchem Stadium ihr euch gerade befindet, ihr braucht erstmal einen Plan. Das heißt, welche Märkte interessieren euch? Vor allen Dingen, welche Strategien interessieren euch? Wollt ihr Kontratrend handeln? Wollt ihr mit dem Trend handeln? Etc. pp. Also ihr braucht einen ganz klaren Plan, was ihr machen wollt. Wo ihr handeln wollt, welche Märkte ihr handeln wollt, warum ihr diese Märkte handeln wollt. Also ihr müsst einen ganz klaren Plan haben und dann natürlich auch ganz klare Strategien zum Plan haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Um dann dementsprechend später nicht Aktionismus zu verfallen. Wir werden das auch gleich anhand von zwei Beispielen sehen. Ich blende jetzt schon mal hier hinter mir den Dow Jones ein. Der ist gleich wunderbar für ein Beispiel gedacht. Und zwar erstmal ganz, ganz wichtig, du musst wissen, wann du handelst, das heißt, wann du wirklich aktiv wirst im Markt. Deswegen, das nenne ich zum Beispiel Action Level. Ich habe gewisse Action Level, wie wir auch hinter mir sehen, Support Resistance Level, also gewisse Action Level, an denen ich aktiv werde. Dementsprechend wichtige Level, wo hohe Aufmerksamkeit im Markt ist. Sowohl von Big Playern als auch von kleineren Investoren. Das heißt, ich handle nicht einfach hier irgendwo mit dazwischen. Klar gibt es Strategien, die auch hier ansetzen, wo man sagen kann, okay, ich habe jetzt hier eine Indikatorenstrategie, die auch hier ansetzt. Natürlich, weil irgendwoher kommen die Bewegungen her. Aber worauf ich hinaus will, ich sage das jetzt an meinem eigenen Beispiel, um es einfach noch zu verdeutlichen, dieses ganze Beispiel mit Trade deinen Plan und Plan deinen Trade, ist ganz einfach und zwar, ich habe für mich gewisse Action-Level, an denen ich aktiv werde, wo ich dann quasi meine Setups umsetze. Wenn der Markt nicht an diesen Leveln ist, werde ich nicht aktiv. Und dann ist auch ganz, ganz wichtig, man darf nicht den Aktionismus verfallen. Sprich, wenn man jetzt ein Setup hat, was ganz klar definiert ist und man hat gerade nichts an Märkten, es taucht kein Setup auf, dann sind viele Leute unterwegs nervös und suchen, da könnte ich was machen, eventuell und hier zeigt und da vielleicht in einen Minutenchart gehen, um da mal ein bisschen was rauszuholen. Und das entspricht vielleicht gar nicht deinem Plan und dann tust du dir mit keinen Gefallen, weil dann verfällst du in Aktionismus. Und das Wort Aktionismus per se ist erstmal nicht negativ behaftet. Aber was ich damit sagen will ist, ihr verfallt in Aktionismus, der schlecht für euch ist. Das heißt, ihr macht dann Trades um des Tradens Willens. Das heißt, ihr denkt da gar nicht drüber nach, also ihr sucht quasi nach Möglichkeiten. Das heißt, ihr habt nicht ein ganz klares Setup, was belegt ist mit A, B, C, D. Und wenn A, B, C, D erfüllt ist, dann mache ich meinen Trade. Nein, dann sucht ihr, okay, hier ist A und B erfüllt. Komm, mache ich den Trade trotzdem. Und hier Minutenchart, da könnte ich was rausholen. Hier ist nur C und D erfüllt. Ach, egal, mache ich trotzdem auch Minutenchart. Mache ich zwar sonst nicht, aber mache ich heute mal. Hauptsache ich bin aktiv in den Märkten. Also ihr wisst schon, worauf ich hinaus bin. Aktionismus, unnötiger Aktionismus. Und das kann man sich hier wieder anhand von Action-Level machen, so wie ich das mache, oder anhand von glasklaren Setups. Da muss man die aber auch einhalten. Ist kein Setup da, tradet man nicht. Das nennt man dann Screen-Time. Ihr verfolgt dann die Märkte und lernt dann quasi, was an den Märkten passiert. Und wenn ihr schon sehr viel Screen-Time habt, dann könnt ihr daraus Freizeit machen.
Aber ihr braucht enorm viel Screentime, Zeit vom Bildschirm, um wirklich auch Erfahrung zu sammeln. Das ist ganz, ganz wichtig. So, und ja, und für mich gibt es, für mich persönlich jetzt auch, das kann jeder für sich definieren, wie er will. Ich nehme jetzt mal mein Beispiel, damit ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja, mein Plan ist, ich habe gewisse Action-Level, wie wir jetzt hier im Dow Jones sehen. Hier unten haben wir den Support in grün eingezeichnet. Da war für mich ganz klar, wie kann ich da vorgehen. A, wenn wir direkt durchbrechen mit einem direkten Breaker nach unten. B, wenn wir erstmal abprallen, hochmarschieren und dann durchbrechen, dann ist mir sogar noch lieber, weil dann handle ich den direkten Breakout mit dem Stopp über dem, mit dem letzten Swing High, die letzte Korrektur, bevor beim Durchbruch gemacht ist, marschiert der direkt durch und ist zu parabolisch, ist mir das nicht so gerne. Also ich habe ganz klar definiertes Setup, was mache ich, wenn dies und jenes passiert. Und dann sind auch ganz klare Abläufe, wo kommt mein Entry rein, wo kommt mein Stop rein. Das heißt, ich weiß vorher schon, wenn wir unten an dieses Level kommen, was ich mache. Ich weiß ganz genau, was ich da mache und wie ich da vorgehe. Das heißt, ich habe mehrere Szenarien, die für mich interessant sind. Ein direkter Durchbruch als Beispiel oder ein Rücksetzer und Durchbruch. Und ich weiß dann ganz genau, was ich dann mache und wie ich das mache. Das heißt, ich weiß genau, ich gehe da rein, ich setze da meinen Stop, ziehe dann meinen Stop nach, aus den Dingen Gründen, etc. pp. Ich habe verschiedene Varianten, wie ich agiere und ich weiß ganz genau, was ich mache. Ich muss da nicht mehr nachdenken und ich könnte und hätte, wenn, nein. Das ist ganz klar für mich definiert, was ich dann mache. Und dasselbe tritt auch hier oben am nächsten Action-Level zu, wie wir jetzt hier oben in Rot sehen, die Resistance, wo wir jetzt gerade durchmarschiert sind am Handelsfreitag. Und ja, hier haben wir das nächste Action-Level. Und da gibt es auch mannigfaltige Möglichkeiten, wie ich da vorgehe. Ich habe mögliche Szenarien, wann ich aktiv werde, klar an dem Level. Und zwischen diesen beiden Leveln werde ich auch nicht aktiv. Da lasse ich die Finger aus dem Markt und mache gar nichts. Da gibt es mit Sicherheit andere Märkte, die dann interessant für mich sind. Aber in diesem Markt lasse ich die Finger raus, wenn wir nicht an diese beiden Level kommen. Kommen wir aber an die beiden Level, kriege ich nicht nur einen Alarm, sondern ich weiß ganz genau, was ich zu tun habe. Sprich, ich habe einen Plan. Und diesen Plan trade ich dann auch. Das heißt, ich plane meinen Trade vorhinein. Ich weiß genau, was in dem Level zu tun ist, was ich wann mache beim direkten Breakout, beim Rücksetzer und dem Breakout dann. Oder wie gesagt, hier direkt der Breakout, Pullback und ein Move nach oben. Ich weiß genau, wann ich wie agieren werde und was ich machen werde. Das heißt, ich trade, also ich plane meinen Trade im Vorhinein und dann trade ich meinen Plan. Ganz, ganz wichtig. Ich möchte jetzt mal ganz kurz rüber switchen. Hier zu Nike und auch hier Nike, wir sehen das hier an diesen beiden grünen Level, das ist meine Action Level, ich bezeichne das mal als Action Level, das heißt, wann ich aktiv werde, wann Action für mich reinkommt bei Nike, das ist A, hier unten am Support Level, ob wir jetzt durchmarschieren oder abprallen, das wird sich dann zeigen, ich bin da offen für, das heißt, ich habe noch mögliche Szenarien, das heißt, okay, wenn wir durchmarschieren, mache ich dies, das und jenes, das heißt, sprich, ich habe A, B, C, was ich mache, wenn wir durch das Level durchmarschieren. Und wann ich auf gar keinen Fall reingehe, wenn wir durchmarschieren, weil ich gehe nicht immer rein, wenn wir durchmarschieren. Oder wenn wir unten an dem Level abprallen, dann müssen auch gewisse Szenarien eintreten, dass ich einen Trade mache, um diesen Abprall an dem Level zu traden, hoch oder Richtung nächsten Level. Da müssen ganz klare Szenarien sein. Und dazwischen, zwischen diesen beiden Leveln, mache ich gar nichts, wenn ich hier unten keinen Abpraller bekommen habe und da nicht jemand reinkommen, mache ich dazwischen, bis wir hier oben an das nächste Level kommen, gar nichts. Und da oben habe ich auch schon wieder ganz klar für mich definiert, wenn wir oben an das Level kommen, was mache ich, wenn wir durchbrechen, was mache ich, wenn wir oben abprallen und wie muss der Abpraller sein, dass ich aktiv werde beim Abpraller, weil nur weil wir oben abprallen, werde ich nicht direkt aktiv. Also, worauf ich hinaus will, ich gehe jetzt hier mal ganz kurz in den Stundenchart rüber. Nee, das war jetzt der Tageschart. Hier ist der Stundenchart. Hier sehen wir das jetzt. Und ja, und hier war ganz klar definiert, wann der Markt für mich interessant wird. Wir sehen hier das blaue Level, das ist für mich der Abpraller dann. Und macht der Markt das, ist es super. Dann trade ich das Ding, wenn der Markt das nicht macht, dann ist es nicht schlimm. Dann bleibe ich an der Seitenlinie, einen Schritt zur Seite und warte ab, was der Markt macht. Ich muss nicht gezwungenermaßen aktiv werden und quasi, ich brauche diesen Aktionismus jetzt auch, ich muss jetzt handeln, diese Aktie. Nein, wenn der Markt das macht, was ich erwarte,
laut meinem Plan, dann trade ich meinen Plan. Und das ist ganz, ganz wichtig. Kommen wir zurück zum Dow Jones. Das sehen wir auch im Dow Jones jetzt hier, im Stundenchart. Hier nochmal sehr, sehr schön, wie wir hier oben marschiert sind. Hier oben. Und hier ist für mich klar definiert, wie ich vorgehen möchte. Hier sehen wir es bereits angegeben. Vor allen Dingen ist klar für mich definiert, wie ich vorgehen möchte. Macht der Markt das nicht schlimm? Weil dann gibt es noch zig andere Märkte. Es gibt so viele Underlyings weltweit, die interessant sind. Das heißt, nur weil der Markt jetzt nicht das macht, was ich möchte, heißt nicht, dass ich keinen Trade bekomme. Aber ich will nicht umbiegen und brechen in den Markt reingehen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, sich nicht nur auf ein oder zwei Märkte zu konzentrieren, sondern sich ein bisschen breiter zu fächern, weil die meisten traden nur Dow Jones, DAX und Euro-US-Dollar. Drei sehr freaky Märkte, aber mit nur drei Märkten seid ihr ein bisschen dünn aufgestellt. Klar ist es erstmal gut, vier oder fünf Märkte sehr gut zu kennen, also durch die Screen Time, bevor ihr dann euer Portfolio an dem, was ihr handelt, erweitert. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus wollte. Bitte keinen Aktionismus, damit tut ihr euch keinen Gefallen. Wenn euer Setup nicht eintrifft, also sprich, wenn euer Plan nicht eintrifft, dann braucht ihr auch euren Plan nicht zu traden. Also in diesem Sinne, abschließend, wenn Fragen offen sind, schreibt es bitte unten in die Kommentare, was denkt ihr darüber, wie geht ihr vor, ganz, ganz spannend zu wissen, wie ist eure Vorgehensweise, habt ihr vielleicht auch Action-Level oder habt ihr vielleicht ganz klare Indikatoren-Setups oder seid ihr vielleicht Volume-Trader etc. pp. Ganz, ganz spannend, also von daher, ja, vielleicht trade ich auch Market-Profile, wie auch immer. Mache ich übrigens auch, aber da jetzt ein bisschen zu viel an der Stelle. Aber wie gesagt, schreibt es unten in die Kommentare. Ich wäre sehr, sehr gespannt drüber. Und ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. In diesem Sinne, ciao, ciao, euer Sascha.